Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Sendung Deutschlands Unternehmer. Herzlich willkommen, Beate Nimsky. Ja, danke, Frau Noll, für die Einladung. Bin sehr gerne da. Ich habe Sie auch sehr gerne eingeladen. Sie haben mir ein Wort geschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Wort, das ich vorher noch nicht kannte. Raten Sie mal, welches? Intrinsisch? Ja. Ich muss gestehen, als ich über dieses Wort im wahrsten Sinne des Wortes gestolpert bin, musste ich dann doch mal googeln, was das bedeutet. Was bedeutet das Wort? Also intrinsisch bedeutet für uns so ganz von innen heraus. Man kennt ja das so mit der intrinsischen Motivation. Also etwas, was von innen herauskommt, was von alleine gesteuert ist. Und wir benutzen das ja mit dem Zusammenhang intrinsische Kompetenz. Und da geht es einfach noch tiefer. Also da gehören noch mehr Facetten mit dazu. Sie sind ja in Deutschland jetzt keine Unbekannte mehr, gerade in den Unternehmerkreisen. Beate Nimsky weiß man schon, oh, das geht wieder nach innen und außen, da müssen wir an uns arbeiten. Deswegen, wie ist der richtige Titel von Ihrem Institut und Ihre Rolle darin? Also der richtige Titel heißt Nimsky, Trainingsinstitut für intrinsische Kompetenz. Meine Rolle in unserem Unternehmen ist die Geschäftsführung dieses Unternehmens, aber auch gleichzeitig die direkte Kontaktaufnahme mit allen Führungskräften und Entscheidern von Unternehmen. Ja, und dieses wunderbare Wort lassen wir jetzt einfach so mit in der Sendung schweben, ja, und schwingen. So mein intrinsisches, habe ich jetzt rheinisch ausgesprochen, ist ja zu schauen, woher kommt das. Ja. Deswegen würde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen einfach mal so weit zurückgehen. Ja, ganz klassisch, wo sind Sie geboren? Ich bin gebürtige Mannheimerin, das Mannheimer Mädchen. Ich bin auch so ein Mädchen. Sie auch, auch in Mannheim auch geboren. Mannheim. Okay, ja. Ja, gute Stadt. Ja, einfach ein bisschen mal, wie sind Sie aufgewachsen, haben Sie Geschwister, so die, ja, die ersten Lebensjahre? Ja, also Geschwister, davon gibt es sehr viele, nämlich drei Schwestern. Wir waren ein Vier-Mädle-Haus und ein Bruder als Stiefbruder, was eine gute Bereicherung war damals, aber er ist der Älteste und somit hatten wir dann nicht mehr so viel Kontakt. Aufgewachsen direkt in Mannheim, also vielleicht kennt der ein oder andere, der jetzt zuschaut, die Quadratestadt. T634 waren so die Wurzeln und es war ja eine schwierige Zeit damals. Also der Jahrgang verrate ich gerne, ich bin Baujahr 51, das heißt, es ist nicht lange nach dem Krieg gewesen und eigentlich eine der schwierigsten Zeiten. Und deswegen war das schon für Familien eine Herausforderung, mit vier Kindern dann, beziehungsweise fünf Kindern, das ganze Leben zu gestalten. Und wenn Sie sagen, wie war das so? Es war sehr lebendig, ganz klar, mit so vielen Menschen in einem Haus oder beziehungsweise in einer Wohnung. Und wir hatten regen, intensiven Austausch, wir haben immer viel gefeiert, wir haben die Feste sehr viel gefeiert, wie Weihnachten oder Geburtstage. Da erinnere ich mich sehr gerne dran, dass ich so die Geburtstage immer besonders zelebriert bekommen habe. Auf der anderen Seite war eine sehr große Strenge da. Apropos Strenge, das klingt bei mir wiederum was an. Ich verrate den Namen nicht, aber ich habe natürlich gut recherchiert. Und da hat mir jemand im Vorfeld verraten, was, die Nimsky? Das habe ich doch mal gesehen, die ist doch mit 16 immer aus dem Fenster gehüpft. So, und da habe ich so gelacht, sag ich, wie aus dem Fenster gehüpft. Was hat die denn da gemacht? Stimmt das? Wieso sind Sie mit 16 aus dem Fenster gehüpft? Also nachts. Ja, Sie haben schon gut recherchiert. Ja, wir hatten eben eine sehr starke Regelung zu Hause, wann die Töchter mit entsprechendem Alter wie lange weggehen dürfen. Und ich kann mich erinnern, dass ich von klein auf immer eben sehr rebellisch war in Bezug auf das, was Regeln betrifft. Und wenn diese auszudehnen sind auf irgendeine Art und Weise, dann tue ich das auch. Und ich hatte einen Freund und den wollte ich unbedingt treffen. Und man traf sich in Mannheim dann eben erst mal später abends und nicht schon um 19 Uhr oder um 20 Uhr. Und er war etliche Jahre älter als ich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also ich bitte meine Schwester einfach das Fenster offen zu lassen. Wir haben in einem Zimmer springen gewohnt. Ja, wir haben so ein Haus gehabt mit Stuck, wissen Sie, und da konnte man gut dran runtersteigen. Und dann bin ich eben mit der letzten Straßenbahn in die Stadt gefahren, um mich zu treffen. Also würde ich jetzt sagen, frech, Rebellin,
Sternzeichen, ich habe es am Geburtsdatum gesehen, den Löwe, aber würde ich auch sagen, passt. Ja? So. Was ganz faszinierend ist, was mir auch bei Ihnen aufgefallen ist, so bei Ihrer Vita und auch ein bisschen so bei dem Nachfragen, Sie sind schon sehr früh immer wieder, ja, ich sag mal, entdeckt worden, wo Menschen auf Sie aufmerksam wurden, auch beruflich. Und so hat sich das eine zum anderen entwickelt, immer, wir können fast zugucken, höher, höher, höher. Da würde ich mal gerne reingehen. Also, Sie haben ja was ganz Klassisches am Anfang gemacht, mit Versicherungen, glaube ich. Ne? Und wie hat sich das denn entwickelt beruflich? Ja, von meinem Gefühl her wollte ich ja eigentlich singen und tanzen und nähen. Und nachdem das eben zu der damaligen Zeit alles eher als brotlose Kunst abgetan wurde, habe ich dann gesagt, okay, dann werde ich bei meinem Vater, der hatte damals eine Versicherungsagentur, Generalagentur nannte sich das, die kaufmännische Lehre machen. Und über diese kaufmännische Lehre, die mir keinen Spaß gemacht hat, muss ich heute ehrlich sagen, auch damals nicht, hatte ich dann aber wenigstens für die Allgemeinheit einen Abschluss. Das war und ist ja auch teilweise heute noch immer sehr, sehr wichtig, eben diesen Abschluss in irgendeiner Form zu haben. Und nach einer kurzen Phase der Versicherungsbranche, des Kennenlernens der Versicherungsbranche von insgesamt 4 Jahren, bin ich dann eben zu Rank Xerox gekommen. Und es war überall so, wenn ich dort war, wo es mir Spaß gemacht hat, etwas zu unternehmen, dann habe ich mich auch voll reingekniet, unabhängig davon, wie viel Zeit es gebraucht hat oder welche Anforderungen es war. Es war egal, wenn es mich interessiert hat, war ich da tief drin. Und über dieses Engagement haben mich dann immer die nächsthöheren Herren, also nicht die direkten Chefs, mit denen ich zu tun hatte, sondern die, die das von außen nochmal von oben beobachtet haben, angesprochen auf eine nächste Position. Und ich hatte in diesen Jahren damals nie die Vision, ich möchte dort und dort hinkommen oder ich möchte Sekretärin von wem auch immer werden. Es hat sich wirklich so entwickelt, indem ich einfach jeden Tag präsent war mit dem, was ich getan habe. Aber ich finde das schön, weil das ist ein ganz anderer Weg auch mal, gerade auch sehr oft bei Männern, also so dieses ganz gezielte, das ist mein Weg und dann dieses Markieren, wie so ein Kater, so duff, 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 duff. Das finde ich jetzt auch, ist ein charmanter Weg. Hier bin ich, ich werde entdeckt, ich werde gefunden, ich werde weiter befördert, sehr angenehm. Sie haben unter anderem, das war auch so ein Punkt, der mir so ins Auge gestochen ist, den ersten PC mit auf den Markt gebracht oder irgendetwas mit einem PC, und wo ich auf jeden Fall gedacht habe, wow, wie hat sie das denn gemacht? Mhm. Was war das für eine Zeit? Ja, das war eine Zeit nach 10, 11 Jahren Rank Xerox, hat mich ein damaliger Headhunter angerufen und gesagt, die Firma Ericsson möchte einen IBM-kompatiblen PC auf den Markt bringen und braucht für 2 Regionen, entweder Düsseldorf oder München, eine Vertriebsleitung, die das in die Wege leitet. Und Frau Nimski, ich kenne Sie schon eine ganze Weile, ich traue Ihnen das zu. Also ist wieder etwas. Und ich habe ja eigentlich relativ wenig Ahnung von PCs gehabt oder in der Richtung mich da schlau gemacht. Aber ich nehme gerne Herausforderungen an. Und nachdem ich dann 3 Jahre in Düsseldorf gelebt habe, habe ich zugesagt, aber für München. Und so konnte ich dann in München einen eigenen Bereich aufbauen. Also ich brauchte meine eigene Sekretärin, Vertriebsmitarbeiter. Und dann bin ich eben wirklich zu den Fachhändlern und den Geschäftsführern der Fachhandelsunternehmungen und habe mit ihnen darüber gesprochen, was das dann eben für die Zukunft auch bedeutet, diese Produkte zusätzlich zu nehmen. Ich muss mich jetzt ein bisschen entscheiden, durch welche Tür ich gehe. Sie haben so ein spannendes Leben und ich habe so viele Fragen und Sie haben auch so etwas Spannendes, was Sie gerade machen. Und da habe ich noch mehr Fragen. Deswegen mein Vorschlag, wir galoppieren jetzt gemeinsam ganz schnell zu dem Punkt bis zur Gründung vom Institut, weil da möchte ich mich ein bisschen mit Ihnen so gedanklich ausweiten. Ja. Gerne. Noch 2 Stufen der Führungsarbeit, also auch bei Interent, und nach einem Autounfall, beziehungsweise muss ich mich korrigieren, vor einem Autounfall hatte ich mir dann schon die Frage gestellt, möchte ich das in Bezug auf Führung und Unternehmensentwicklung für ein Unternehmen intern weitermachen? Und ich hatte keine Antwort.
Aber ich habe mir einfach diese offene Frage gestellt, was könnte für mich noch kommen? Dann kam der Autounfall und ich war 5 Monate aus dem Verkehr gezogen und habe darüber eben sehr viel gelernt. Ich habe darüber Kontakte bekommen, Energiearbeit zu machen, um mich selber zu stabilisieren und wieder aufzubauen. Und danach fiel die Entscheidung, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, ihnen das, was ich kann, in Richtung Führung, Kommunikation weitergeben möchte und das Thema Energiearbeit, mentale Haltung, Einstellung zum Leben generell. Also dieses Thema, mit welchem Bewusstsein gehe ich in die Welt, das ist es eigentlich, was mir so am Herzen liegt, was ich weitergebe. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil Sie so schön neben mir sitzen. Leider haben wir diese Holztheke hier vor uns. Sie haben so eine wunderbare Haltung und tolle Schuhe, muss ich Ihnen mal sagen. Soll ich dich jetzt nach oben zeigen? Aber es ist also, toll. So, das Institut. Da gab es ja auch unterschiedliche Phasen. Vielleicht auch an einem gewissen Punkt bringen wir Ihren Mann mit ins Spiel. Unbedingt. Weil das ist ja auch eine ganz spannende Kombination, was Sie da haben. Ja, wie ging das dann? Mhm. Was war die Idee dabei? Also als wir uns kennengelernt haben, mein Mann und ich, wir leben jetzt 13 Jahre zusammen, war schon klar, dass wir die gleiche geistige Ausrichtung haben. Und das war eben etwas, was uns dann auch sofort verbunden hat. Und er kommt aus der Richtung, wo er sehr viel mit Menschen gearbeitet hat, auch eben über Kampfkünste beispielsweise. Und ich komme eben aus diesem sachlichen Businessbereich, das sich ausgerichtet hat auf Nutzen und ökonomische Ausrichtung und Gewinnmaximierung. Und wenn man das zusammenführt, dann entsteht da was völlig Neues. Und dieses völlig Neue haben wir miteinander kreiert. Und daraus ist dieses Institut entstanden. Und wenn wir unser Zeichen nehmen, dann ist es ein Dreifach-Logo, würde ich jetzt mal sagen, wo es einmal darum geht, diese Kraft, die die Menschen haben, auf die Straße zu bringen. Zum anderen geht es darum, diese innere Kraft des Menschen als ganzes Potenzial zu entdecken und zu entwickeln. Und dazwischen gibt es ja die Grauzone. Und die Grauzone ist das, worüber manche eben ihre Hürden nehmen oder nicht nehmen. Und damit zu arbeiten und das zu verbinden, das ist die Gemeinsamkeit in unserem Institut. Jetzt ist das ja, was Sie machen, wirklich fundiert. Also nicht, wenn gar irgendjemand auf eine Idee kommen würde, ach so ein Humbug oder so spirituelle Sachen. Nein, nein. Das sind ja richtig fundierte Methoden, wo Sie auch namhafte Unternehmen beraten haben, in kleinen und auch in riesigen Gruppen. Was waren denn solche Dinge, was Sie dort gemacht haben? Also warum kommen Unternehmen zu Ihnen? Und das sind, wie gesagt, auch wirklich große. Also als ich da so, was machen Sie mit denen konkret? Also zunächst erstmal so die Vorstellung, wenn wir unser Gehirn mal betrachten und unseren logischen Verstand, dann macht das ja nur ein ganz geringes Potenzial aus dessen, was unser gesamtes Sein ausmacht. Und Firmen sind sehr häufig eben immer an diesem logischen Sachverstand geknüpft und versuchen, Themen zu lösen, wie es eben auf der logischen Ebene normal funktioniert. Wir sind aber, ich sage jetzt mal, mit einem großen Potenzial ausgestattet, das sowohl die Emotionen braucht, das sowohl die geistige Haltung braucht, das sowohl die Körperaktivität braucht. Und wenn wir in ein Unternehmen hineinkommen, dann schauen wir, wo steht das Unternehmen gerade. Also beispielsweise, wenn es in einem Fusionsprozess ist oder in einem kulturellen Prozess, dann sehen wir, gibt es irgendwo Konflikte. Und wenn es im konfliktären Bereich ist, dann geht es darum, diese zu thematisieren und das auch in einem Wertekontext, beispielsweise in Arbeitsgruppen, miteinander aufzubereiten und aufzuarbeiten. Das heißt, wir entwickeln zum Beispiel ganze Unternehmensleitbilder, Führungsleitlinien, Führungsgrundsätze, wo es so eine Leitplanke, eine neue Leitplanke für ein Unternehmen gibt beispielsweise. Aber das heißt, das ist im Prinzip was ganz anderes als diese klassische Unternehmensberatung, die ja auch möglicherweise noch sehr stark von dem Außenblick an die Sache herangehen. Ich habe zum Beispiel neulich einen Bericht gelesen über die Frankfurter Börse und da ging es auch darum,
dass immer mehr Menschen mit dem Potenzial Intuition auch an der Börse sind. Mhm. Also das Wahrnehmen, wie Sie das eben sagen, Sie haben gesagt, das, was unser Gehirn ist, ja nur ein kleiner Teil, das ist ja noch was anderes. Und ich könnte mir jetzt so vorstellen, bei vielleicht so Themen wie Firmenfusion, Vorstände, da sind vielleicht nicht einer, sondern vier oder fünf, dass diese Qualitäten, wie bist du emotional, was sehe ich, was spreche ich nicht aus, sind das solche Dinge, ja, auch, an die Sie sich ran wagen, ja, möchte ich fast sagen? Also ja, das stimmt schon. Wir wagen uns tatsächlich an Themen ran, die nicht gerne thematisiert werden, die nicht gerne ausgesprochen werden, weil es schon häufig so ist, dass man immer wieder versucht, auf der Sachebene Dinge zu lösen. Und oft, also es gibt ja auch Meetings, das kennen Sie wahrscheinlich auch, wo man sagt, jetzt bleib doch mal sachlich. Aber in dem Moment, wo die Emotion da ist, geht die Sachebene nicht mehr und somit auch keine Lösung. Das heißt, Emotion oder Störung haben Vorrang. Und damit umzugehen und das als Normalität werden zu lassen, das ist die Herausforderung. Und die haben auch die Führungskräfte und die Vorstände, die miteinander arbeiten, eigentlich jeden Tag. Also diese persönlichen Befindlichkeiten dann auch auszudrücken und zu sagen, das gefällt mir nicht. Und unsere Aufgabe daran ist, diese, ich sage jetzt mal, Kommunikationsfähigkeit und den Mut zu entwickeln, über diesen eigenen Schatten auch springen zu können, zum Wohle des Gesamten. Wie entwickeln denn jetzt die Unternehmer, Unternehmerinnen und die Unternehmen den Mut, zu ihnen zu finden? Weil den Schritt stelle ich mir ja auch mutig vor, sich erstmal einzugestehen, okay, möglicherweise gibt es hier eine Spannung oder eine Problematik. B, was bringt uns das überhaupt, wenn Frau Nimski da mit uns arbeitet? Wird schon so auch gehen. Das sind ja viele, viele Dinge, ne? Wie geht dieser Prozess von sich zustatten? Ist irgendwann ängstlich, steht da jemand und sagt, okay, wir wollen es tun? Ist das ein freier Wille? Ja. Ähnlich wie vielleicht im Extrem in der Therapie, dass man sagt, ja, ich will? Oder wie geht das? Also Sie fragen jetzt, wie die Firmen zu uns kommen. Ja, das ja. ist tatsächlich seit 14 Jahren auf Empfehlung. Die Vorstände oder Geschäftsführer oder Inhaber reden ja miteinander und haben ihre Austausch. Haben die das vorher abgestimmt mit Nein. ihren Vorständen? Wenn es zum Beispiel die, ich kreiere jetzt mal ein Beispiel, jetzt sieht ein Unternehmer vielleicht, okay, wir machen das, nimmt zu ihnen Kontakt auf. Und jetzt geht es ja an ganz menschliche Dinge. Wenn jetzt meinetwegen da drei, vier Vorstände sind und einer sagt, ich will mich aber jetzt nicht öffnen, das geht doch die nichts an. Gibt es sowas auch, oder? Ja, klar. Also Widerstände sind immer ganz normal, weil es geht ja dann darum, etwas zu zeigen, was ich bisher noch nicht gezeigt habe. Aber Widerstände können eben auch schmelzen, je nachdem, wie man in der Kommunikation miteinander ist. Und es geht immer darum, dass jeder Mensch, ob das jetzt Vorstand oder Mitarbeiter ist, einen Sinn sieht, der für ihn persönlich etwas weiterbringt oder etwas erleichtert. Es geht auch darum, mich leichter zu fühlen im Leben, im Unternehmen, im Arbeiten. Und das kann manchmal ein langer Prozess sein. Ich will Sie jetzt nicht aus Versehen in eine Schublade stecken oder gar vielleicht in die falsche, sondern aus den Erfahrungsberichten war auch zu erkennen, dass Umsatzsteigerungen stattgefunden haben nach Ihrer Arbeit. Ja. Wie ist denn dieser Zusammenhang? Also von der kleinen oder großen Gruppe spielt ja erstmal keine Rolle. Gesundet ein Unternehmen und kann dadurch mehr Umsatz generieren? Ja, und darum geht es ja auch, wenn wir sagen, wir wollen die ganze Kraft eines Menschen fördern. Wir haben ja unterschiedliche Facetten. Also einerseits arbeiten wir beispielsweise auch mit Potenzialanalysen. Was gibt es für Verhaltenspotenziale? Was gibt es für Kompetenzpotenziale? Das sind Ebenen, die dann auch schnell verstanden werden, worüber man sich auch unterhalten kann. Und dann geht es immer wieder darum zu schauen, wenn jetzt eine neue oder eine andere Position zu besetzen ist, zu schauen, wer hat denn hier die geeigneten inneren, intrinsischen Veranlagungen, dass er diese Funktion leicht erfüllen kann. Also leider ist es ja so, dass es fast zu 90% noch so ist, dass Führungskräfte aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz in Führungsrollen kommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie Führungsexperten oder Führungskompetenz haben, genügend, um dann vielleicht 12, 30 oder 60 Menschen zu führen. Und somit bedeutet es, da auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Ja. Und das erkennen die Vorstände. Heißt das so ein bisschen, wenn ich jetzt so als Unternehmerin denke, dass sie
auch so eine Hilfe sind so ein bisschen wie so ein Scout, wenn ein Unternehmen sich verändert, rauszukriegen, wer hat diese Qualitäten, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so direkt erkennbar wären, in vielleicht ganz wichtigen Entscheidungen, Situationen, die schnelle Entscheidung zu treffen oder solche Dinge. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir diese Instrumente nehmen, schon einen großen Einblick zu sehen, wie geht jemand gedanklich an ein Thema ran, an eine Lösung oder Problemlösung. Und ich sage immer, es ist eine ganz wichtige Kompetenz von Führungskräften, sich selber gut zu reflektieren, um zu wissen, was läuft eigentlich, aber auch anderes zu reflektieren oder auch die Wirkung zu reflektieren. Und das kann man schon sehr gut sehen in diesen Analysen. Ist jemand jetzt hochreflektiert oder eher auf der Doing-Ebene knallhart so unterwegs? Und beides ist gut. Es gibt nicht richtig und es gibt nicht falsch, aber was benötige ich wo? Und dafür können wir auch sehr gut unterstützend sein, immer aber bezogen auf das, was will das Unternehmen, in welcher Situation befinden Sie sich gerade, wo wollen Sie hin? Wie lange dauert in der Regel so ein Prozess? Gibt es da so eine Durchschnittszeit? Also wenn ich es jetzt an Fusionen kann man es manchmal festmachen, wenn zwei verschiedene Unternehmen zusammenkommen. Wenn die diesen Prozess in 3 Jahren geschafft haben, ist es schnell. Normal ist es so 4-5 Jahre. Unternehmen, die nicht mit dem Prozess arbeiten, schaffen es manchmal gar nicht. Da heißt es noch nach 10 Jahren, das sind die und das sind wir. Mhm. Und das ist genau das, was Umsätze reduziert. Also ich sage immer, wenn ein Wir entsteht, entsteht auch das Wir nicht nur im Inneren, im Unternehmen, sondern auch im Außen. Das heißt, jeder Mitarbeiter top-down und von unten nach oben, tritt ganz anders auf. Er geht anders auf Kunden zu, er geht anders auf den Markt zu. Und in dem Moment passiert eine Ausstrahlung, die wiederum es ermöglicht, wie magnetisch zu wirken. Jetzt sind Sie ja, ich hätte es fast gesagt, eine von Gott begnadete Verkaufsmaschine. Nein, Sie haben Talente auf dem Gebiet. Ja. Und das ist ja etwas wie ein Rohstoff, der immer mehr rar wird. Also, dass viele Unternehmen auch gute Produkte haben, aber gar nicht mehr der Verkauf und Vertrieb so ist. Haben Sie da auch schon Zusammenhänge gespürt, dass Sie zum Beispiel durch die Arbeit mit den Mitarbeitern auch zum Beispiel Menschen, wo man es gar nicht gedacht hätte, diese Facette Verkauf mit auf den Weg zu geben? Also, dass man etwas ausgleicht, was man vorher nicht hatte, wo man Menschen jetzt auf eine neue Spur bringt. Ja, kann man durchaus sehen. A, über Gespräche, also die Analysen sind ein Hilfsmittel, aber nicht alles. Gott sei Dank, sage ich immer, ja, dass man nicht so gläsern ist. Aber man kann über verschiedene Arten dann auch diese Talente zusätzlich entdecken, also auch über Verkauf, also auch über die entsprechenden Gespräche. Ja. Und wichtig ist eben, weil Sie gerade sagen, die Märkte verändern sich, da möchte ich mal kurz rein, die ändern sich ja dramatisch. Und führen kann man nicht mehr so wie vor 5 Jahren oder wie vor 10 Jahren. Das heißt, die ganze Führungsart und die Haltung zur Führung ist wichtig, sich zu verändern. Und dafür braucht es auch so ein neuer geistiger Weg. Und die Führungskräfte sind häufig noch so drin gefangen, dass sie die Dinge entscheiden und die Entscheidungen treffen und teilweise auch über die Hierarchieebenen hinweg nach unten. Und das demotiviert. Und wenn eine lange Zeit Demotivation ist, sehen sie das ökonomisch. Jetzt haben wir ja auch Thema Fachkräftemangel, kommt fast in jeder zweiten, dritten Sendung immer wieder als Thema. Heute haben natürlich auch gute Mitarbeiter mehr die Chance, sich umzuschauen und zu wechseln. Oder Headhunter gibt es immer mehr, die sich auch die guten Leute rausfischen. Da ist ja umso mehr, sage ich mal, diese auch emotionale Bindung an das Tun wahrscheinlich wichtig. Ne? Extrem, ja. Und dass die Führungskräfte möglicherweise auch da sensibilisiert werden. Ne? Mhm. Gehe mit diesem gut Mitarbeiter gut um. So ist es. Also wenn wir die Gallup-Studie sehen von 2014, dann ist ja der ganze Engagement-Index von den Mitarbeitern noch mehr gesunken. Und da gibt es immer für mich, das ist meine Interpretation, so 2 Möglichkeiten. Die eine ist, die Mitarbeiter sind an Arbeitsplätzen, die sie nicht wirklich lieben und dadurch dann auch das Engagement nicht reinbringen. Und zum anderen die Führungskräfte, die nicht in Freiheit führen. Und in Freiheit führen ist eben das andere Führen. Das heißt, führen über Fragen,
Und nicht über Anweisungen, nicht über Vorschläge, nicht über so könntest du es machen, sondern zu fragen, was denkst du, was ist fürs Unternehmen das Beste? Was wäre, wenn wir alles, was wir mal gedacht haben, über Bord werfen und alles neu machen? Haben möglicherweise, ich fange das anders an. Ich persönlich glaube, dass nach wie vor mehr Männer Führungskräfte sind. Haben die möglicherweise ein Problem damit, dass eine Frau ihnen hilft auf dem Weg zum Führen? Ich arbeite hauptsächlich mit Männern und da sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, ich auch nicht. Aber es kam mir gerade so in Sinn, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das, wie gesagt, ein ganz sensibles Thema ist. Es gibt ja auch viele Menschen, die oben, ich sag mal extra so plakativ oben, sind vielleicht, weil sie härter und, ich komme da hoch und so. Aber das bröckelt, sehe ich genauso. Mhm. Ich möchte Ihnen jetzt die Zeit nutzen, Sie als Fachfrau hier zu haben. Mal einen großen Blick so auf die Gesellschaft, auf Deutschland. Wie hat sich denn grundsätzlich die ganze Zeit gewandelt? Weil ich glaube, dass Ihr Institut ja jetzt gerade auch in einer spannenden Zeit ist. Wir haben ja eben schon mal so ein, zwei Sachen anklingeln lassen, aber vielleicht noch mal so der Blick. Also die Zeit an sich für die Unternehmen im Allgemeinen und für Führung ändert sich dramatisch durch die ganzen Medien. Durch das, was sie auch übers Internet letztendlich bedienen und verdienen müssen. Und das sind völlig neue Wege und völlig neue Kommunikationswege, die Ihnen bisher meistens fremd waren, wenn Sie nicht genau aus dieser IT-Branche kommen. Aber wenn ich beispielsweise Automobilzulieferanten nehme oder Ingenieure oder Banken in irgendeiner Form, dann ist das nicht das Metier. Das heißt, da braucht es ein ganz großes Umdenken und wirklich Loslassen von Altem. Und das ist die Schwierigkeit zum einen. Oh, das ist aber jetzt spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, aber es ist ja eigentlich logisch, ne? Dass immer mehr vielleicht diese Kluft zwischen jungen Leuten, die wie selbstverständlich mit dieser medialen Form in jeglicher Form umgehen, und dann die vielleicht das 20 oder 30 Jahre so gemacht haben und vielleicht nicht mehr die Kraft haben, es ist so schnell. Dann würde ich jetzt am liebsten gleich noch eine Sendung mit Ihnen machen. Aber so ein bisschen auf die Zeit jetzt gucken. Ja, aber die Schnelligkeit ist genau die Thematik. Ja? Also einerseits... Also Führungskräfte, die wirklich das sehen und auch da voll dabei sind, die wollen das natürlich auch ankurbeln und sehen. Mein Gott, wir müssen unserer Zeit voraus sein. Wir müssen jetzt schon den nächsten Schritt gemacht haben. Aber es gibt ja Menschen, die dem gar nicht so schnell folgen können. Und jetzt ist die Kunst von diesen Führungskräften, die alle in irgendeiner Form mitzunehmen. Und das ist eine völlig neue Führung. Ja, also ich brauche als Führungskraft mehr Facetten in mir, andere Fragestellungen, andere geistige Haltung, aufhören zu werten, richtig und falsch, gut und schlecht, gibt es in Führung nicht, sondern es hat funktioniert, nee, hat nicht funktioniert. Beate Nimsky, Sie sind so eine Dame neben mir, wo ich wieder das Gefühl habe, so die halbe Stunde, die fliegt so, weg ist sie, sie ist schon weg. Oh ja, okay. Sie sind gut geflogen. Ja, ich danke Ihnen wirklich. Ich danke Ihnen aus tiefem Herzen, dass Sie mir so einen Einblick gegeben haben. War für mich unwahrscheinlich spannend. Sicherlich werden wir uns noch mal irgendwo da anknüpfen und weitersprechen. Ich muss leider abkürzen. Und aber die letzte Frage, die möchte ich Ihnen noch stellen. Wo geht's hin? Also so als Abschlussstatement mal. Wird alles so weiter sein oder sind auch bei Ihnen, wo ist Ihr persönlicher Weg? Also auch wir verändern uns immer. Mein ganz persönlicher Weg ist, dass ich den gemeinsam mit meinem Mann weitergehen kann, egal welche Veränderungen kommen. Und ich bin sowas von neugierig, dass ich auch dieses Jahr wieder 26 Tage in Weiterbildung in mich investiere, um das nächste Neue reinzubringen. Aber das verrate ich jetzt heute nicht. Ja, das ist klasse. Da haben wir den Grund schon für die zweite Sendung. Nochmal ein Dankeschön. Und an dieser Stelle werde ich mich auch jetzt im Namen auch von Ihnen, von den Zuschauern verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.